war irgendwie, ja gut, Drei Diamanten. ich glaube, die ist jetzt futsch. Ja, die ist in dieses eine Loch, was ich eigentlich da gelassen habe, um den ganzen Stein loszuwerden, damit ich den in den Müll werfen kann. Ja, wenn sie halt unterm Ausgang steht, das ist halt. Die ist nicht unter dem Ausgang gewesen. Du bist voll reingesprungen. Ich war in einer Ecke. Okay, also nochmal auf neu ausrüsten. Viel Spaß. Ich hab nichts mehr. Ich Sonst wollte habe ich mein ja. ganzes Zeug verbrannt. Ich wollte ja eh Diamanten suchen. So 13 Mann, okay. Eisen. Jetzt Eisenspitzhacke suchst krieg du ich noch aber hin. gefälligst 5. Ja, mal schauen. Ich habe keine Sticks mehr, aber das ist das geringste Problem. Passiert. So, ich baue jetzt den Berg weiter ab und will meine Ruhe. Ach Mensch. Das war. Wenn man halt über Lava schwimmt, wenn man in der Lava rumhantiert. Wisst ihr nicht, weil das war ein Fleck auf dem, in einer Ecke, die glaube ich sogar noch markiert war. Dann muss ich also erstmal Diamanten finden, um eine Diamantenspitzhacke zu bauen, damit ich Obsidian abbauen kann. Ganz genau. Sehr gut. Wir haben ja Zeit. Bis auf die Spitze hatte ich ja nichts so wirklich was mit. Außer ein orangenes Bett. Juckt ja nicht. Also was passiert, wenn man mit einem Noob spielt? Noob Gaming. Tja. Und sich ein Loch offen und Ja. sich ein Loch offen lässt zum wenn man sein Zeug reinschmeißen will. Ich will halt nicht mit dem Inventar voller Stein rausgehen, wenn ich mal wieder in die Mine gehe. Hast du den? Könnte man vielleicht noch gebrauchen. Ich bin auf einem Berg. Stein ist das, was ich genug habe. Ich habe jetzt schon wieder fast ein Inventar voll. Ich würde das dein Loch dann mal gleich zumachen, damit ich Ich habe dann schon nicht unten gemacht. zur Also ich gehe mitten in Sicherheit. den Lavafluss, der direkt daneben ist. Das wird passieren, aber gut. Den brauchen wir halt noch für Obsidian. So, jetzt habe ich eine Eisenspitzhacke. Sehr schön, aber ich muss auch noch ein Eisen holen. Apropos, du hast auch noch mein Eisen mitgenommen. Und mein Gold. Ja. Deine Rüstung. Die Rüstung ist egal, die habe ich irgendwo random gefunden, aber. So, scheiß mal auf die Rüstung. Ich brauche Fackel. Fackels. Da fackelt er nicht lange. Kohle, Stick. Fackel. 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 So 36 Fackeln müssten erstmal reichen. Sticks nehme ich mir erstmal mit, könnte ich noch gebrauchen. Ein bisschen Bruchstein mitnehmen. Was zu essen für unterwegs. So, sehr schön. Dann kann ich schon mal losgehen. Wollt ihr noch mal schlafen gehen? Wäre eine Idee. Können wir. Bin schon im Bett. Gut, oh, ich bin gerade auf dem Weg zum Bett. Musik ist gerade relativ penetrant in der Playlist. Aber was soll's.
So, auf einen zweiten Versuch. Gut, ich hole die Höhle relativ gut ausgeleuchtet habe. Die Höhle war es hier. Oder ja. Du weißt welche, die unten bei der Baumfarm. Die unten bei der Baumfarm, ah, okay, ja. Die oben ist deine. Stimmt. Die direkt unter meinem ganzen Baugrund verläuft. Weshalb ich hier nichts unterkellern kann. Sehr gut. Mir war nicht beabsichtigt. So, runter in die Höhle. Und schon verirrt. Hast du es wirklich geschafft, in den einen anderen Gang, den ich wegen Eisen gebaut habe, zu laufen? Ja, hab auch wieder zurückgefunden. Das ist beeindruckend. Und zack, Zwergefieder aus zu großer Höhe. Blumen verbinden. Oh, ein Creeper. Glaube, dafür müsst ihr ja noch zwei Blumenbiome in der Nähe haben. Ja, wir haben da irgendwie was im Kopf. Ein Creeperus. Ich habe kein Schwert mit. Deshalb habe ich dir gesagt, rüste dich auch, Sava. Ja, die Ausrüstung habe ich ja jetzt, die ist ja. Dann explodier oder schlag ihm ins Gesicht. Zwecki starb am Creeper. Hoch. Na komm. Wo gehst du hin, Creeper? Verbiss dich. Vorsicht, Lava. Er hat sich vermehrt. Das ist noch ein Creeper. Die Tode. So. Achtung, Lava. Verdammt. Der Rotstein ist in der Lava verbrannt. Okay, wie komme ich an den Redstone daran, ohne zu verbrennen? Bau Stein ab und bau eine Brücke. Was habe ich vor? Ist mir zu viel Lava. Es ist mir zu viel Lava hier. Ich habe Angst. Glaub an dich, ich spüre den Tiger in dir. Oh Scheiße. Ich habe einen Fuchs gefunden. Dann bring ihn mit. Kannst du bei Sebi. Kann man die Viecher zähmen? Kannst du für Sebi zähmen? Wenn du die Jungtiere entführst, dann zähmst du sie damit praktisch. Ah. Kannst gerade mal. Die Quest Blumen zu binden. Kannst gerade mal bei Sebi. Kannst Sebi einbringen. Wo hat er nochmal sein Box? Auf dem Berg gegenüber von dir, da wo neben dir. Ah, da oben! Da wo die Büsche, einem großen Baum, da wo die Büsche sind. Nee, direkt hier auf dem Berg. Ich guck gerade genau drauf. So ganz idiotensicher. Hier müsste ich noch eine Treppe runter. Zack, zack. Nicht in die Lava fallen. Sei nicht dumm, Zwergi. Okay. Rotstein, ja. Rotstein. In einer Minute geht die Rotstein Games Präsentation los. Cool. Ah, E3. Ja, ich guck mir nebenbei die E3 an. Ach so. Deshalb mache ich heute auch nichts Produktives, sondern baue nur den Berg ab. Also er meint, er spielt nebenbei Minecraft. Ja, und redet halt mit euch so ein bisschen. Ajo. Hauptsächlich guckt er sich die E3 an. Nebenbei guckt er spielt er Minecraft.
Ja, gut. Ich war jetzt letztes Wochenende ja auf der Furry Convention. Und wie war's? Apropos, wie war's? Naja, ja, es ist jetzt, sagen wir mal so, es ist jetzt auch abrupt die drittgrößte Furry Convention weltweit. Oh. Das wird bestimmt nichts. Das Ding hatte 6.900. Ah, das würde was. Scheint ja viel Andrang gewesen zu sein. Wie ging? Absolut. Sie haben auch mehrfach geschafft, die Server zu killen. Und das ist schon eine Challenge bei einem Server, der auf AWS basiert. Ach, das war online. Also du wolltest... läuft komplett in VR-Chat. Ach so. Weil ich, ach so, okay. Ich dachte mir, wie findet das schon statt? Also... Wie kann denn das sein, dass das jetzt während Corona... Ein komplettes Management-System, was dich im Endeffekt automatisch in Welten in VR-Chat in der Gegend rumschieben kann und sowas. Aha, sprich, du hast eine Management-Webseite, auf der du dich einträgst und ab dem Punkt kannst du über diese Webseite raussuchen, okay, ich möchte jetzt zu dem und dem Event. Also wie Gamescom... Und kriegst automatisch einen Invite für die jeweilige Welt, in der das stattfindet. Also wie Gamescom, nur ein besser. nur besser. Man steht nicht hin, das macht's schon mal einfach. Mhm. Ja. Nur ab und zu schmiert der Bot ab, weil sie es immer mal wieder doch geschafft haben, Amazon Web Services zu überlasten. Okay. Ja. Also ich meine, Gamescom wird auch wieder online stattfinden dieses Jahr. Nur online. Also wie im letzten Jahr bei der Indie Arena Booth. Nur die kennt's. Mhm. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin erstmal gespannt, was die nächste Ferality so bringt, weil ich weiß nicht, ob die haben so komplett übertrieben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob sie das nur gesagt haben und nicht so meinen. Ich habe gehört, dass die jetzt nur bis Freitag stattfindet, die Online Gamescom. Das wäre ein bisschen blöd, weil ich habe da Schule und das ist dann halt ein bisschen. Ja, dann kann ich quasi nicht auf der Gamescom sein dieses Jahr. Ja. Das wäre ein bisschen scheiße. Was für Blumen habe ich denn schon so alles? Normalerweise geht's bis... Oh, da ist eine Spinne gerade in Lava verreckt. Sehr schön. Ja, ab und zu. Das klang hier fast traurig, das ist ja ein... Das Quiek der Natur. Hat ja. Ich mache mir mal eben eine Liste auf. Moment. Oh, ich hab hier die Händlerwährung. Wer ist das Ding? Smaragd. Smaragd, genau. Aber ich finde es schon fast schade, wie sie es im Endeffekt machen bei der Convention, bei der Ferality. Mit dem Punkt, wo die Convention rum ist, wird die Map gelöscht. Smaragd. Oh. Sprich, niemand kommt auf diese Map nochmal drauf. Das ist schade. Und ich habe auch Schwarzpulver. Ich habe ein bisschen mit einem von den Staffs unterhalten und scheinbar liegt das einfach an Lizenzierungsproblemen mit VR-Chat und das VR-Chat dann rumheult, das ist eine Map für ein öffentliches Event und wenn ihr sie online lassen wollt, müsst ihr uns weiter Lizenzkosten zahlen. Das ist ja blöd. Ja. Das VR-Chat-Dev-Team ist auch ziemlich für den Arsch. Das ist wir jetzt... haben auch mehrere Leute in den Reihen, die meinten, mehrfach schon Leute einfach gebannt haben aus VR-Chat mit der Begründung, ist ein Furry. Okay. Ist aber Furry-feindlich. Es ist halt absolut kein Grund. Es ist halt absoluter Bullshit. Gibt's sowas wie Furry-feindlichkeit? Ja, gut, Hausrecht halt, ne? Ja, aber trotzdem, das steht nicht in den, nicht, wenn es nicht mal in den eigenen Regeln steht, dann gilt das Hausrecht ein Scheiß. Dein Hausrecht gilt ja auch nur, wenn es im Hausrecht steht, das ist ja... Und als eine dieser Personen, die halt gebannt wurde, ein Ban-Appeal reingesetzt hat ins Forum, hat diese Person sich sofort im Forum angemeldet und den Ban-Appeal gelöscht. Okay. So fucking dreist war der. Sehr schön. Ach, ich hoffe so sehr, dass VR-Chat irgendwann einfach stirbt und von jemand anderem ersetzt wird. Okay, Lava links umgangen. Ja, mal sehen. Gut an der Lava vorbei getunnelt. Nice. Sehr schön. Hab die Lava überlebt. Puh. Das war ja mal ein Ding.
Und ich habe einen Gang zurück. Also wenn ich da... Okay, welche Farben habe ich bisher? Weiß, weiß, weiß. Gott, warum gibt es so viele Blumen, die weiß? Bei mir spielt gerade Jazzmusik in der Playlist. Und, auch schön. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das sieht gut aus. Das war eigentlich nur ein Nachmacher. So, jetzt sollte ich mal die Fackeln nehmen. Jetzt wird sie nämlich langsam dunkel. Ich komme in Bereiche, wo die Lava nicht mehr scheint. In Bereiche, wo Monty nicht mehr weitergekramt hat. Ich habe einen Creeper gefunden. Ich habe Gold gefunden. Seid ihr irgendwo in der Nähe von einem Bett? Ich habe ein Bett bei mir. Ich nicht. Ich würde einfach nur mich ausloggen, wenn ihr schlafen könnt. Sobald du ja sagst, gehe ich ins Bett. Also ich bin drin. Na dann, hau raus. Na dann. Sekunde, ich muss noch das hier, Sekunde. Zack, so, da bin ich drin. Wieder Einstiegspunkt gesetzt. Das ist sehr gut, wenn ich jetzt sterben gehe. Dann ist dann. Bau das Bett ab, dann kommst du wieder oben beim Spawn raus. Also irgendwo im Sumpf. Ja, ist halt in der Nähe. Ja. Ich meine, er würde wahrscheinlich in der Wüste enden, aber. Ja. Irgendwie das könnte würde das sein. Schaffen. Ich glaube nie. Also ich brauche gleich eine Steinspitzhacke. Ich sollte mir mal eine Steinspitzhacke machen und die Eisenspitzhacke ein bisschen aufheben. Falls ich denn mal an, das ist glaube ich nicht ganz falsch, sobald ich, solange ich noch keinen Stein gefunden habe. Und wie macht mir jetzt eine Werkbank? Wie soll ich das behält? wie soll das funktionieren? Du gräbst so lange weiter, bis du eine Mine mit Holz findest und dann machst du dir daraus eine Werkbank. Und da kann ich irgendwie, ich habe Sticks dabei. Kann ich mit den Sticks irgendwie im Handwerk, ne, geht das wohl, geht schlecht. Da brauche ich eine Werkbank, um ein Schwert zu köpfen oder eine Spitzhacke zu köpfen, brauche ich eine Werkbank, oder? Zwingend. Das ist jetzt natürlich schlecht. Okay, dann sollte ich glaube ich nochmal zurück. Hoffentlich nicht in der Lava verbrennen. Blau. Und dann wiederkommen. Gelb. Ich muss mir Holz holen. Zum Glück habe ich einen Gang gemacht. Hier ein bisschen vorsichtig sein. Hoppla. Das ist so hier um die Ecke. Blume. Ganz vorsichtig. Sehr schön. Was habe ich da gerade was gesehen? Ich sehe Diamanten. Ich sehe Diamanten. Cool. Aber die sind am Ende eines Lavasees. Da sind sie gut. Das ist jetzt. Und ich habe einen Zombie hinter mir. Das ist jetzt. Das könnte jetzt tödlich enden. So, mal gucken. Schlag ihn mit dem Stock. So, hier habe ich ja schon einen Gang gegraben. Der müsste jetzt hier direkt zum Lavafeld führen. Übrigens, anscheinend hat Skatebird es tatsächlich in die E3 geschafft. Erinnerst du dich dran? Was für ein Ding? Skatebird, dieses richtig schlechte Spiel mit den Vögeln auf Skateboards. Und Mini-Zombie ist das auch noch, sehr schön. Er braucht das schon, wenn man Wanted Raccoon spielen kann, ich wo man Skater. Als Waschbär mit dem Skateboard unterwegs ist. Ich hab ein Skate... Ich hab's. Ach, ja, das ist geil, das war dieses 80er Synthwave-mäßige Ding, oder? Ich hab Skater Frog. Das ist einfach nur ein fucking Unity-Game, in dem man als Waschbär mit dem Skateboard unterwegs ist und Chaos spielen muss.
Ah, es gab nämlich noch so ein anderes, wo du als Waschbär skatest und... Oh, mein Spitzhacke ist zerbrochen, das ist scheiße. Mein Spitzhacke ist zerbrochen und ich werde von dem scheiß Mini-Zombie verfolgt. Nein, 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 nein. Ab nach oben, ich weiß, wo die Sachen sind. So, so hoch, 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 hier, schnell. Meine verdammte Scheiße. Ich darf jetzt nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Glaube ich noch am besten. Panik, wie komme ich hier ins Wasser, wie komme ich im Wasser hoch? Wie schwimme ich im Wasser nach oben? Leertaste. Uff, 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 nicht fallen, 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 nicht fallen. Weiter hoch, weiter nach oben, weiter nach oben, noch nicht. Uff. Was nicht ist, kann noch werden. Also enttäuscht bist du noch nicht. Weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Okay, geht's nicht weiter nach oben, aus irgendeinem Grund. Katzenspiele. Ich habe jetzt Skater Fog gespielt. Hm? Kleines Trash Game. Ah! Skater Fog. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen scheiße. Direkt neben mir ist ein Nabading. Ich bin wieder unten. Hier sind überall Zombies. Ich sterbe vor Stress. Keine Sorge, das können die Zombies viel besser. Jetzt ganz ruhig, Zwerge, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz sachte. Hoch, 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 ich rede gleich mit euch. Zombies nach und werd untot. Das wäre wahrscheinlich eine Erlösung für mich. Und hoch, 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 weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Uha, fast gefallen. Bin zu schlecht für diese Scheiße. Ach, eine rote Pflanze. Hoch, 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 nein, 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 ja. Uff. Skater Folk habe ich gespielt, das wollte ich sagen. Ein kleines Indie-Game. Fand ich relativ scheiße. Ja. Du so, Ausgang. Halt mit Indie-Games. Viele sind gut, aber viele sind auch scheiße. Ja. Ich kenne mich da aus. Meine Steam-Bibliothek besteht quasi nur aus solchen. Ich habe mir genau zweimal einen Humble Bundle geholt und dann habe ich wieder damit auf, weil zu viel Bullshit drin war. Ja, sowas mache ich halt nicht. So, jetzt hol dir eine neue Spitzhacke. Ich brauche eine neue Eisenspitzhacke und dann können wir nochmal runter. Ich weiß, wo Diamanten sind. Mindestens zwei habe ich dort gesehen. Mindestens zwei Diamanten habe ich gesehen. Nice. Du schuldest mir aber 5 insgesamt mit deinem Tisch. Ja, schau mal erstmal. Du kommst nicht aus der Höhle raus, bis du 5 Diamanten gefunden hast. Vielleicht sind da ja auch mehr. Plot Twist, es ist einer. Ja. Ja, aber auch nur, weil er einen dann fallen lässt, der verbrennt. Er fällt mitten in die Lava. Okay, das Eisenerz sollte ich erstmal. Ja. Das könnte durchaus passieren. Stunden und fällt dann in die Lava. Das könnte genau durchaus passieren. Aber das, ja, den Smaragd. Das war in den einzelnen Block ganz am Anfang. Aber den Smaragd und den Redstone, dann lasse ich schon mal hier. Das da mach ich mal hier. Ein bisschen oh, was. Biene. Hallo Biene. Ich klau dir deine Lebensgrundlage. Tschüss. Und runter mit mir. Ich hole jetzt Diamanten. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Oder hab ich. Uff. Wieder in den falschen Tunnel genommen. Sackgasse. Ah, das hier. Ich sollte mal was essen. Und warten wieder Zombies auf mich. Der Mini-Zombie ist ja nicht weg. Lass sie nicht warten. Warum warten? Lieber Zombies braten. Ach ja. Ich höre ihn schon. Höre ihn schon echt. Ich habe mir ein Regalteile auf den großen Zeh fallen lassen. Tut nicht gut. Ah, sehr schön. Das ist Schmerz. Ja. Auch wenn das Skala von 1 bis 10 wie schmerzhaft war es.
Oh, scheiße. Nicht direkt gekühlt, aber Skelett. Zu viele Monster für meinen Geschmack hier. Nein, so, glaube ich nicht. Haut ab. Ich mache hier zu. Damit die mir nicht folgen können. Bin ich hier erstmal sicher. Okay, an das Eisen komme ich nicht ran. Das ist in der Lava. Ich kann es trotzdem mal versuchen. Brutzel. Weg ist es. Ist hier Rotstein und ich sehe Diamanten. Die Diamanten sehe ich gerade noch nicht, aber ich weiß, wo sie sind. Ah, Kies. Zisch. Okay, ich sollte mich mal ein bisschen weiter reingraben. Ich komme mal eben zu dir runter in die Höhle. Ich muss Dinge loswerden. Und damit meine ich Stein. Viel Stein. Und wenn du mich findest, dann kannst du hier mal als Sicherung kommen. Ich sehe deinen Namen schon, also. Falls ich versage, musst du die Diamanten mitnehmen. Ich nehme keine Diamanten mit. Okay. Das ist dein Mist. Ich dachte, du brauchst 5 Diamanten. Nee, du schuldest mir die. Ich brauch die doch nicht. Wozu? Skelette. Verdammt nochmal. Ich bin tot. Wurde von einem Skelett erschossen. So, Diamant. Dann liegt das jetzt halt im Wasser. Mit Eisenspitzhacke kann man aber Diamant abbauen, oder? Ja. Ja. Mit was willst du es denn sonst abbauen? Ich weiß nicht. Einem kleinen Stückchen Kohl. So, ein Diamant. 2 Diamante. 3 Diamante. 4 Diamante. 5 Diamanten. Wow, große Ader. 6 Diamanten. Der fällt gleich in Lava. Nein. 7 Diamanten. 8 Diamanten. 9 Diamanten. Ja, 9 Diamanten. Das ist eine Menge. Das ist eine große Ader. Jetzt sollte ich damit schnell wieder raus hier. Bevor ich in die Lava falle. Und er ist tot. Ja, da drüben sind Zombies. Also. Und Skelette. Das kann alles noch passieren hier. Oh. Das sind Modis Inventar. Ich habe den Inventar, glaube ich, teilweise aufgesammelt. Und hoch hier. Hoch hier. Bevor mich die Skelette kriegen. Ich werde erwischt. Oh nein. Ich werde getroffen. Hoch hier. Ich komme runter und feuer dich an. Ach, nimmst du Flint und Stone mit oder was? Hälfte mit. Könnte ich, hab den oben in der Kiste. Bin schon fast oben. Oha. Und runter geht's. Diese Wasserparty ist ja nicht so. Ja. Nicht fallen. Hallöchen. Molly macht ja Sachen. Ist leider nichts hinter dir. Schenkst mir Holz oder was? Ja. Ja. Wieder der falsche Tunnel. Okay. Wenn du clever gewesen wärst, Modi, und mich wirklich einsperren hättest wollen, ich habe zwei Obsidiane in meiner Kiste. Jetzt die genommen. Aber jetzt bin ich ja raus. Mit 9 Diamanten. Und höre einen Zombie. So viele Diamanten brauchst du? Ich brauche scheinbar 2. Du machst noch eine Spitzhacke, die legst du mir wieder rein, der Rest ist deins. Okay, eine Spitzhacke. Zack. Sehr schön, da habe ich noch 6 Diamanten. Ist der Mordi wieder zufrieden? Mhm. Sehr schön.
Hat von euch eigentlich irgendwer Bugsnax gespielt? Nö. Nö, sagt mir wieder nix. Schade, ist ein echt gutes Spiel. Glaubt man nicht. Aber ist so. So, jetzt habe ich 2 Emeralds, 2 Smaragde, 64 Redstone, 37 Redstone, 6 Diamanten. Ich habe 21 Spitzhacken.